Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, ich habe jetzt nicht wirklich viel seit der letzten Folge gemacht. Hat leider nicht so geklappt wie erwünscht. Ja, ich habe jetzt hier die Kiste noch. Ich glaube, die ist mittlerweile leergeräumt worden. Weil ich hatte einfach null Zeit. Doch sehr viel Stress. Es gab ein paar Probleme mit meinem PC auch. Das ist natürlich nicht nur eine Sache. So. Hier würde ich gerne mitnehmen, damit du einmal durchgesucht wirst, ob bei dir noch alles so passt, wie es sein soll. Dann wird der hoffentlich komplett durchsucht und einmal alles rausgesucht, was sozusagen noch übrig bleibt. Aber ich glaube, Neverwreck müssen wir rein theoretisch noch machen und alles drum und dran. Da ist noch sehr, sehr viel, was rein theoretisch durch das System hier durchfließt. Hier ist auch noch gleich sehr viel. Ich glaube, Dirt Anchors und alles, das muss alles noch hier raus. Aber was wir auf jeden Fall starten werden, ist hier die Produktion von Lava wieder. Beziehungsweise nicht die Produktion von Lava, sondern halt die Energieproduktion, die hier durchgehend laufen sollte, rein theoretisch. Und damit das hier funktioniert, müssen wir natürlich wieder die Generatoren anschließen. Und jetzt geht's wieder los. Lava wird hier rüber gepumpt, die fangen an Energie zu produzieren. Die Energie wird direkt wieder in unsere Energiezellen hier reingetan. Die werden natürlich jetzt erstmal wahrscheinlich leergesogen. As fuck. Aber ich glaube, nach einer kurzen Zeit. Ja, jetzt hat schaut wieder. Oh, nee. Ich glaube, aktuell sinken wir noch eine Zeit. Schauen wir mal, wie lange noch. Und die ganzen Kabel müssen sich ja dementsprechend auch voll füllen. Das dauert ja. Hier sind die alle noch leer. Ich glaube, das wird sich alles noch hier. Doch, wir haben hier noch. Also die Kabel selber sind ja ein riesiger Energiebuffer, wenn du es so ansehen kannst. Ich glaube, das kann auch ganz schön dauern, bis wir hier wirklich ein Volltanker-System haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Lava-Generatoren selber Probleme noch damit haben werden, die Menge an Lava zu produzieren, wie wir brauchen. Die Tanks sind aber dauerhaft leer. Welche Rate produzieren die gerade? Auf Rate 3. Sollte aber passen. Das denke ich sollte gut passen. Und vielleicht wird irgendwann auch mal der Tank wieder dementsprechend voll. So. Ich muss jetzt wieder kurz gucken hier. Wie ich bereits früh vermutet habe, kraft ein Sand, ersetzt ein Gras durch den Sand, kraft einen Redstone-Block, eine weitere Glasprotonen ab, muss nicht am Wasser sein, setze die Einstellung auf 1 und 1 im Staunen. Ja, ich lese mir gerade nochmal die kurze durch, was TB oder Tanja geschrieben hat. Da muss ich ja natürlich alles gucken. Genau, Energiebatterien kann ich verbinden zu einer großen. Ich will es gerade mal so lassen und schauen, ob das funktioniert. Einfach weil dann in Zukunft kann man es ändern. Und ja, wie gesagt, ich will erstmal aussetzen, bevor ich hier größeres System baue. Aber ihr wisst, was ich meine. Es müsste ja dann am Ende eh noch größer werden. Weil wir sehen jetzt zum Beispiel, dass die ganzen Dinge einfach leer werden. Wenn leer gesagt wie sonst noch was. Und wir kommen hier mit der Produktion gar nicht mehr hinterher, glaube ich. Die wir bräuchten.
mal, wie war das? Nummer 5. Let's try this out. Wir sollten jetzt ein verdammt hoher Energieverbrauch sein, aber... Wir füllen gerade teilweise Tanks auf. Mit der Geschwindigkeit, wie scheint. Aber wir sind halt auch nicht schnell genug. Und ja, ich weiß, dass ich von unten nach oben auf jeden Fall rausfalle. Ich will es bloß nicht probieren. Also, ich will es nicht probieren. Das ist jetzt falsch ausgesagt. Aber ich möchte es einfach nicht machen, weil ich kenne... Also, ich persönlich finde es so ein bisschen cheaty. Weil im Grunde ist doch der Sinn dahinter, dass wenn ich runterfalle, habe ich verkackt und muss sozusagen... Wie man die Sachen nochmal sammeln. Ja klar, am Anfang ist es vielleicht dann doof, aber sonst fände ich das komplett fair in der ganzen Sache. So, ihr seht meine Stone Generator, wenn ich mich nicht irre. Cobblestone Generator, die ich hier hinten habe. Bedeutet, wenn ich jetzt in mein Inventar gucke, wie viel Cobblestone habe ich hier mittlerweile eigentlich? Will ich es wissen? 5000 Cobblestone. Nice. Nice, nice. Ich glaube auch, dass die... jetzt füllen sich die Lava-Tanks, okay. Schaut euch das an. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie ich das alles ausbalancieren werde, ob ich dann zukünftig ein anderes System auch mache. Tibi oder Tanja hat ja da ganz viel vorgeschlagen, was man da machen kann. Genau. Und ich kann die Dinge upgraden, indem ich... ich fliege hier bald runter, wenn ich auf die Texte immer gucke. Zum Schauen, was ihr geschrieben habt, weil ich vergesse das ja gerne. Dann muss ich hier Upgrade geben und eine Kohle in den Squeezer. Kohle. Kohle. Und zwar richtige Kohle wahrscheinlich, so wie ich es kenne, verstehe. Ah, Coal, ja, Englisch und so, ne? Coal. Holy shit, habe ich da auf jeden Fall. Coal in den Squeezer. Habe ich meinen Squeezer noch? Ich habe meinen Squeezer gleich damit, ne? Block of Iron. Habe ich kein Iron mehr? Das wäre jetzt aber... Why? Was habe ich mit meinem ganzen Eisen gemacht? By the way... Als ob ich einmal Eisen verbraucht hätte. So, okay, ja, die Lava muss ich natürlich mal wieder nachfüllen. Wir kommen gleich mittlerweile an das Limit unserer Geräte hier. Weil wir müssten rein theoretisch ein Kabel hier vorne noch abmachen, was nach da vorne läuft. Jetzt sind unsere Batterien dafür fast leer. Drei wieder runtersetzen. Drei wieder setzen. Der Verbrauch ist zwar echt gut an der Menge und es funktioniert auch gut. Ich glaube, jetzt rein theoretisch werden wir sogar an Lava verlieren nach einer Zeit. Das könnte natürlich sein. So. So, wir haben jetzt hier die Lava-Produktion wieder am Laufen, weil ich brauche ein bisschen was. Jetzt kann ich wieder nach Iron gucken. Zumindest mal die ersten zwei. So. Wahnsinn, da merkt man den Eisenverbrauch, den ich habe. Lecko mio. Aber volle Wäsche merkt man den. Das sind so Sachen, die erwarte ich dann teilweise gar nicht. Aber dafür bräuchte ich wahrscheinlich eine größere Automatisierung noch und... Weißt du, Kuckuck was, damit ich das wirklich... merken kann. Squeezer brauche ich jetzt. Aber trotzdem. Hä? Eigentlich gerade extra ein Iron Ingot gecraftet. Iron. Moment mal, wo gehen die Iron Ingots hin?
zog ihn meine Iron Ingots hin. Achso. Ja, da war was. Ich habe hier ein paar Chests gebaut. Ich klamme mal kurz die Hälfte und dann machen wir uns einen Squeezer. Jetzt weiß ich, wo es hingegangen ist. Scheiße. Squeezer und dann nochmal. Wir müssen halt jetzt gucken, dass wir sozusagen das Iron einfach wieder auf Lager kriegen, weil dann ist ja eh alles tutti frutti sozusagen. Das wird jetzt in kürzester Zeit wahrscheinlich wieder weggehen. So flupp. Aber sobald genug drin ist, ist ja auch alles in Ordnung wieder. So, den Squeezer will ich kurz hier irgendwo aufstellen. Dann schauen wir uns an, wie gut das ganze System ist. Wait. Ich bin schon ein bisschen doof, oder? Man sollte vielleicht dafür, Kohle reintun. Ich kann noch eine reintun, ne? Schauen wir mal. Ah, der Lavastand hält sich aber. Jetzt schauen wir mal Geothermal. Geothermal Upgrade. Ah, was geht denn hier unten bei deiner Nachbarn ab? Black Concrete Powder. Iron Block haben wir. Redstone haben wir sowieso auch. Ist ja nur die Frage. Ah, schade, da können wir Pulverized Coal einsetzen für. Das ist natürlich dann schon praktisch. Aber hatte ich nicht einen automatischen Squeezer auch irgendwo? Den hier, den Mechanical Squeezer? Irgendwo hat doch den Mechanical Squeezer, den ich hier gehabt, bitte. Mechanical Squeezer, da haben wir ihn doch. Den kann ich doch jetzt kurz sonst hier ansetzen. Und damit beauftragen. Nice. Es ist zu unserem euer Besten, Leute. Interessant, das Lager wird voller und das ist leer. Da können wir nicht ein paar mehr von dem machen. Jetzt kommt der Mechanical Squeeze endlich in Einsatz. So. Ja, ich muss hier noch, wie war's, Ultimate Sound noch Leute drauf lassen, ne? Super Sound Muffler muss ich suchen, das war's. Super. Sound. Super Sound Muffler, so schaut der aus. Notblock, den kann ich machen. Okay, Wolle muss ich noch machen. Aber Wolle sollte jetzt auch kein Problem für uns sein unbedingt. So. Und wenn ich jetzt sage, ich will den Super Soundhafen machen. Okay. Was ist denn Cloud? Okay. Dann Tanja, zeig mir, was dein Wissen kann. Hui. Okay. It's sound. Tapping. Sounds muffled one. Okay. Das ist ruhig. Okay, zurück zum Geothermal Upgrade. Ich habe zum Glück die Tanja und euch alle um diese Sachen. Ah, nee, warte. Vielleicht sollte ich erst die Blocks, die ich brauche, craften, ne? Ich habe da mehr von. So. Dann machen wir diese Upgrades ready. 56. Und dann muss ich nur noch die außenrum platzieren. Bedeutet, ich kann jetzt mir zum Beispiel einfach mal hier hingehen und die zwei gönnen. Alter, es ist weird, wenn man nicht das Zeug hat, was man normalerweise hat. Und ich packe jetzt dann Upgrade ein, Level Up.
dann packe ich den hier hin, genauso wie den anderen. So, der ist schnell voll. Capacity ist um einiges höher. Der eine Lava-Tank ist mal instant leer gewesen. Oh, ich habe wieder Sound. Habe ich schon vermisst. machen wir nochmal unsere Upgrades hier schnell. Zu denen. Zack. So. Jetzt füllen die sich auf. Schauen wir mal, wie schaut sie aus? Ah, steigt wieder. Steigt ordentlich jetzt. Dafür geht der Lavastand runter, als ob es keinen neuen Tag mehr geben würde. Aber wenn es hier gemuffelt ist. Let's try 7. Okay, 7 ist vielleicht für alle zu viel. Aber wenn ich 2 mal auf 6 stelle. Ich stelle mal. Komm, wir stellen alle auf 6 mal. Das interessiert mich jetzt. Mensch, verdammt. Da müssten sich ja langsam unsere Tanks wieder auffüllen, wie sonst noch was. Frage ist: Ziehen wir jetzt mehr Energie oder kriegen wir noch Energie? Ich würde sagen, wir verlieren Energie as fuck. Okay, dann müssen wir mal umstellen auf 4. 4 ist doch ein guter Kompromiss, dann hoffentlich. Da kommen dir die nicht mal hinterher, das nachzufüllen. Das ist ja das nächste Problem. Jetzt kommen die nur nach. Okay, 4 hört sich doch hoffentlich besser an. Schauen wir mal nach Generators allgemein. Generators. Dann gibt es ja den Soul Generator zum Beispiel. Den Combustion Energy Generator. Was ist das? Upgrade Turbine Generator. Simple Culinary, Simple Ender, Simple Combustion Generator hatte ich ja zum Beispiel schon. Jetzt hatte ich ja natürlich den geupgradeten Generator schon auch. Suchen wir einfach mal nach. Kann ich nicht einfach hier noch so Add Simple, genau, dann kriege ich Add Simple. Dann kann ich diese upgradable Dinge machen hier. Combustion Generator. Aber da brauche ich wieder Eisen für, ne? Dann nehmen wir mal kurz ein bisschen mehr Eisen um. Dann kann ich mir kurz mal einen so craften. Und dann hätte ich gerne mal ein paar Leaves. Nehmen wir mal die hier. Kann ich rein theoretisch da drin Leaves verfackeln? Wie viel bringt das? So, bringt schon ein bisschen was. Dann würde ich die unteren zu Lava generieren. Ich mache dann hier ein Kombinationsding. Weil wenn, dann müssen wir alles in eins packen. Oder hier halt noch einen zweiten Turm irgendwo hinstellen. Weil es soll alles in eine Batterie am Ende reinfließen. Da muss man halt gucken. Weil das Problem ist ja, dass sozusagen der nicht an zwei Seiten anschließt, oder? Wenn ich mir das anschaue, ist es gar nicht mal so eine schlechte Kapazität. Und wenn ich den jetzt upgrade. Alter, das ist echt weird, wenn ich einfach keinen Sound habe. Wenn ich den mit diesen komischen roten Teilen upgrade. Den hier. Teuer ist der ja auch nicht. Jetzt holen wir uns nochmal ein paar Leaves. Was habe ich jetzt hier zum Beispiel am besten, wenn ich sage, ich habe von dir sehr viele. Oder von den Diamonds habe ich auch massiv viele. Sind dann hier rein. Den kann man ja auch upgraden hier. Wie es ausschaut. Aber Leute, ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.